Wir sehen jetzt ein Spiel zwischen Mensch und Hund. Auf Distanz wird der Hund immer wieder im Kreis geführt und muss verschiedene Kommandos oder eventuell auch einen Apport ausführen. Hier sehen wir gerade Susi mit Luna. Sehr präzise läuft sie ihren Parcours. Klare Anweisungen von der Besitzerin helfen ihr dabei. Eine große Wiese mit Streuobst oder Stöcke, die man sonst so findet. Und wenn man die Erlaubnis hat, kann man sie in eine Wiese stecken und diese Übung mit dem Hund auch draußen machen. Hier sehen wir jetzt Lars und Magic. Lars und Magic zeigen uns eine andere Variante. Diesmal läuft der Hund quer, geradeaus, seitlich und je nachdem, wie Lars seine Körpersprache einsetzt und präzise Anweisungen nur über den Körper gibt, nimmt der Hund die verschiedenen Stäbe. Wir als Besitzer müssen dabei absolut klar werden. Machen wir einen Fehler, macht es der Hund auch. Jetzt haben wir eine kleine Ablenkung eingebaut. Da kommt gerade meine alte Hündin und sucht nach Käse. Irgendwer lässt immer etwas fallen. Aber wie man sieht, lässt Magic sich davon nicht beirren. Er arbeitet fleißig weiter mit seinem Besitzer. Gut gemacht. Vielen Dank.